Finde ich hier Kupfer, finde ich Gold, aber kein Platin. Lol. Hallo und herzlich willkommen. Wer guckt mich nicht so an? Du hast auf einmal nichts mehr gesagt. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Minecraft City 2 Projekt SafeTech Ages mit Mavia. Jo, hi. So, du hast hier ein bisschen was umgebaut wegen dem Sternenlichtaltar, gell? Ja. Der war zu niedrig. Genau, wir haben nicht genug Sternlicht bekommen, da musste was gemacht werden, also habe ich ihn umgesetzt. Und da Also der nicht jetzt. umgesetzt, höher gesetzt. Genau, da der jetzt für mich zu hoch ist, Genau. hast du hier ein Portal angelegt. Musst du mir Ja, nur sagen, welch. extra einen faulen Weg für den Varuna, also ein Weg für den faulen Varuna. Muss ich mir nur sagen, welcher Stand das jetzt ist. Der niedrigere auf der linken Seite. Der ist genau da, wo der Altar auch ist. Ah. Genau in der Richtung, genau auf Wusch. der Höhe. Das sind wir. Höh. Also von unten sah das ein bisschen unspektakulärer aus. In der Tat. Das sah das nur aus wie so ein. Hier ist ja noch was. Büschte jetzt. Ah, die wachsen. Was macht man damit? Die kann man für verschiedene Crafting-Rezepte brauchen. Aus diesen blauen Kristallen kann man da hinten diesen Collector-Kristall züchten, den du da siehst. Okay, runterfallen, das wollte ich jetzt nicht. Och du. Hm. Okay. Ah, und hier, der strahlt hier direkt drauf. Genau. Und wir haben natürlich hier jetzt auch eine volle Leiste. Ich habe immer noch diesen Resonating Wand. Da ist ja noch mehr. Der Mavia hat richtig Gas gegeben hier. Ja. Ich muss so langsam ein bisschen vorankommen hier mit Da hinten hast du Astro. noch einen größeren Dinger gemacht, oder was? Yep. Attunement-Altar. Ups, das wollte ich nicht. Da komme ich aber gar nicht rein. Nee, der hat kein Feld. Da muss man sich draufstellen, beziehungsweise Sachen draufwerfen. Bis ich erstmal drauf gekommen bin, dass man da die Sachen, die man tunen will, dass man die drauf werfen muss und nicht drauf klicken muss. Das war mir lieber schon. Hat mich Okay. genervt. Aber wir machen jetzt unsere Coal Engine, glaube ich, war das, gell? Genau. Dann machst du einmal Klick. Die Sachen sind noch drin. Mit dem Wand rechtsklick, gell? Ja. Sicher? Ja. Shift rechtsklick eventuell. Passiert nichts. Bin ich zu doof? Offenbar. Uiuiui. Hast du jetzt, wie hast du jetzt das gemacht? Rechts drauf geklickt. Offenbar bist du nicht klug genug in Astral Sorcery, nicht genug bewandert, dass du das könntest. Tja. Du meinst von den Fähigkeiten, nicht vom Intelligenzquotienten. Ja. Dir fehlt das Wissen. Der Mod geht ja auch in Stages, also in Stufen. Die muss man erstmal freischalten. Okay, ja, dann. Ich habe da ja leider nichts gemacht. Nee. Oh, Ich könnte da es ist er, da ist dir er. freischalten, aber. Da ist er. Nimm. Nimm. Ist Ja, nicht da. nimm. Ta-ta-ta-ta. Nee, bei mir noch leg. Jetzt. Challenge complete. So, was mache ich jetzt damit? Kann ich jetzt Autos bauen? Nee, noch nicht. Also ich habe gesehen, es gibt tatsächlich Mod-Autos. Nein, haben wir den hier drauf? Scheinbar. Also unter den Controls-Einstellungen gibt es einen Cars. Mit WSAD kannst du dann da scheinbar fahren. Das geht. Aber diese Coal Engine ist, glaube ich, für Steve Cars. Ah, okay.
kann man dann Steve Cards mitmachen. Ich glaube, für irgendwas später braucht man zwei von diesen Engines für ein weiteres Crafting-Rezept, um weiterzukommen. Oha. Airship Ja. Core. Okay. Wir haben Ja, jetzt okay. freigeschaltet Ore Excavation, sehr schön. Redstone, Wo siehst du das Platin, nochmal? Silber und Blei, Aluminium. Das heißt, wir können jetzt auch normal abbauen, oder wie? Nee. Es ist immer noch stinknormal wie vorher auch. Nur halt jetzt die Sachen müssen wir jetzt neu finden. Das Ore Excavation ist ein Upgrade, das wir auf unsere Pickaxes machen können und dann können wir mit einem Klick die komplette Ader abbauen. Dieser Gras. Ja. Gut, und nun wissen wir wieder nicht, was tun. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Kleinkram abarbeiten, in H2 fehlen uns zum Beispiel diese Meter, die könnten wir noch machen. Den Market haben wir noch nicht gebaut. Hier in H3 können wir, wie gesagt, ein paar Erze suchen gehen. Wir können in den Nether, wenn wir das denn unbedingt wollen. Wir können uns mit. Wir könnten die Market-Sachen machen Ja. und uns dann auch mal ein bisschen um den Marktplatz kümmern. Können wir auch tun, wenn du das willst. Ja, warum bin ich so langsam? Ich weiß gar nicht, wo du bist, bist du wieder. Ich bin schon wieder zurück bei Umhaus. Verschluder bitte die Coal Engine nicht. Wieso denn? Nein, die Hups. brauchen wir noch mal, wie gesagt. Dann lege ich den mal in deine Goldkiste oben rein. Ja, danke. Rein da. Zack. Den Wand muss ich noch zurückbringen, gell? Hast du gesagt. Ist halt Xelas Wand, ja. Wobei Xela sich leider auch aus dem Projekt verabschiedet hat. Ja, verlassen Sie uns. Also dann könnte ich den auch erstmal behalten. Prinzipiell. So, Market Farming. Was? Farming for Blockheads. Panflöte. Okay, ein bisschen Sugarcane müsste ich noch irgendwo haben. Ich wollte mir auch mal ein Bett machen. Ja. Könnte ich heute auch mal tun. Vielleicht ist jetzt genug Zuckerrohr endlich mal da. Wollte. Notfall, wir haben ja noch da hinten eine zweite Farm, von wem auch immer die ist. Ja, die habe ich da mal installiert, nachdem ich hier zu wenig Zuckerrohr gekriegt habe. Da hat irgendjemand ein anderes Feld angelegt. Ups, das war zu tief. Und dann habe ich da irgendwann einfach mal Zuckerrohr Gekapert. gehabt. Genau. Ich muss jetzt nur das Zuckerrohr mal wieder finden, weil ich nicht mehr weiß, wo ich das hin habe. Ah, wahrscheinlich. Ah, hier ist noch was. Oh, hier ist so noch viel. Jetzt fast zwei Stacks. Ich Das dachte sollte aber. reichen tatsächlich. Das sollte reichen tatsächlich. Ich weiß nicht mal, wie viel Zuckerrohr man dafür gebraucht Ja, hat, eine aber. Wolle habe ich schon. Vor allem war ich ja ziemlich irritiert, weil ich gedacht habe, oh, ich habe so viel Wolle, so viel White Fleece und alles gesammelt. Ich brauche nur noch eins, oder wie? Und da dachte ich, ah ja, reicht. Und dann, nee, ich brauche noch mehr. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gleich nachgucken. Ein bisschen Holz könnte ich mitnehmen. Also ich hatte so viel Zeug gesammelt und da dachte ich, ja, das reicht. Und dann habe ich das irgendwie. Warum baue ich immer falsch ab? Baue immer zu tief ab. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, scheiße, hey, du brauchst viel mehr. Scheiße, hey.
Dein Dreck. Das war ein bisschen disappointing. Ich glaube, drüben im Bauernhof habe ich noch ein bisschen von dem Zeug. Warte, ich brauche noch Farbe. Ich wollte mir nämlich ein Varuna-grünes Bett machen. Varuna-grünes? Leim. So, Eier müssten wir übrigens im Überfluss haben. Ich guck mal gerade in die Kiste. Oh, da hat jemand die Sortierung aufgehoben. Was war denn das? Keine Ahnung. Wo gab es da eine Sortierung? Na, in den Kisten natürlich. Was da? Zack, zack. Ja. Muss das ja unbedingt noch eine rauchen vorher. Ja, ja. Hätte ich wohl sein lassen sollen. So. Weil ich möchte ja natürlich genug Platz haben, damit die Eier alle unterkommen. So. Hast du zufällig gerade noch einen Block Glas, oder? Könnte in der Schmelze noch was drin sein. Nein, 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 der Schmelz ist nichts. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich das hin habe. Vielleicht hier oben, beim. In der Kiste im Keller von uns. Hatte ich überall schon gesucht, weil ich welches brauchte. Ah, okay. War nichts, dann muss ich mir Neues machen. So, jetzt lass mich nochmal gucken. Bad. Für eine Wolle brauchen wir das und Vlies. Aber für die grüne Wolle. Ja, genau, ich konnte das hier konnte ich nicht färben. Ich konnte das Vlies nicht in Leim färben. Deshalb musste ich erst Wolle machen und dann die Wolle färben. Und da habe ich so viel Zeug dafür gebraucht. Wir haben hier direkt Bauxit vom am Spawn. Sehr schön. Oh, ich brauche nur eins, glaube ich, wenn ich mich nicht verzähle. Jetzt brauche ich noch ganz viel Wolle, Vlies. Und dann müsste es klappen. Und ich habe natürlich keine Schere mehr. Geblieben ist. Kann man fortgelaufen. Bone-Schere machen? Guck mal, ob man bei uns in der im alten Gerberhaus, ob wir da noch in der Dingskiste, in der Werkzeugkiste noch was haben. Ah, hier ist eine Flint-Schere. Und du hast ja auch eine Ordnung. Es ist überall stehen Kisten rum, denen du Müll eingelagert hast. Und da wunderst du dich, dass du nichts findest. Das ist alles, unsortiert. Plan. Mhm. Alles unsortiert. So, 9 Vlies. Ich brauche noch viel mehr. Muss mal Schafe züchten. Du fängst schon wieder richtig an hier. Nee, zwei davon hatte ich schon im Hintergrund scheinbar. Und das eine habe ich jetzt gerade gemacht. So, ich brauche den Excavator. Aber solange die Schafe sich wieder einkleiden, kann ich hier noch ein bisschen terraformen. Für die Waldfee. Neuen Felder. Oh, ich habe keinen Platz im Inventar. Manu. Warum habe ich eigentlich eine Bowl im Inventar? Boah, wir brauchen Stahl dafür. Boah. Oh Gott.
Dati. Na super. Melvia hat gerade von Unordnung gesprochen. Ja. Wenn ich in meinen Rucksack gucke, dann ist Unordnung. In meinem ist Ordnung. Ah, da haben wir sogar noch eine Schaufel, die brauchen wir auch. Also ich möchte es hier so ein bisschen angleichen und dann wollen wir hier in Terrassenform Felder anlegen. Damit wir auch was zu essen haben. Ja, und wir nicht immer so weit laufen müssen vor allem. Die Faulheit siegt. Twilight ist jetzt eigentlich soweit abgeschlossen, oder? Fast. Was gibt's denn da noch? Wir müssen noch die Schneekönigin machen und brauchen eine Lamp of Cinder. Und wenn wir dann mit der Lamp of Cinder auf den Berg kommen, dann ist Schluss. Okay. Weißt du, ich kenne mich da leider immer viel zu wenig aus. So, der Baum hier kommt noch weg. Irgendwann. Der arme Baum. Ja, wir haben genügend Bäumchen. Bist du da sicher? Inzwischen ja. War das denn jemals anders da? Dass wir genügend Bäume hatten. Ja. Am Anfang fand ich es ein bisschen sehr stressig, die Bäume immer abzubauen. Kaum. Aber inzwischen mit der Lumber-Ex, da geht es. Ach, ist das viel Erz. Hast du jetzt schon dieses eine Werkzeug gemacht, oder was? Ein Excavator, nein. Excavator bringt dir ja nichts, oder? Nee, das Excavator Upgrade. Das kann ich noch nicht machen, sonst hätte ich es schon gemacht. Brauche ich noch Platin für? Brauche ich noch Stahl für? Müssen wir jetzt auch wieder so ein wie heißt der? Der Dings da. Dings. Wie heißt denn dieser große Ofen? Der Hochofen zum Stahl produzieren. Wir brauchen einen Hochofen, ja, aber der ist nicht so groß. Nee, der war 3x3 und 4 hoch. Denn Sowas in der Richtung, ja. wie hieß denn der? Schon keine Ahnung. Und davon ganz schön viel. So sieht's aus. Jetzt kann ich hoffentlich die Schafe wieder scheren. Wir müssen halt das machen, was Xela hinten am Meer gemacht hat. Ah, ich Ganz weiß gar nicht, ob industriell, ich. das ist jetzt hier H3. Das habe ich, glaube ich, noch niemandem gezeigt. Dann kannst du abwarten damit und dann zeigen wir unsere Industrie. Ja, hatte ich eigentlich auch so gedacht. Die Industrie machen wir dann hinter den, falsch. Hinter den Marktplatz oder kommt da noch eine Stufe dazwischen? Nee,
Das ist jetzt, und wir haben jetzt das Industriezeitalter erreicht, also dieses Steampunk-Zeitalter. Okay, Mit dann passt das ja. Stromkabeln etc., Generatoren. So, ich brauche noch viel. Oh Gott, ich brauche noch viel Vlies. Haben Schafe, frieren doch. Ja. Noch 20 Vlies brauche ich. Das ist alles für dein Bett, damit du es bequem hast. Ja. Ja, nur weil ich es farbig möchte. Sonst wäre ich schon fertig. Hier. Hast du das hier gemacht? Hier ist auch Sinabo. Sinabo. Direkt neben unserem neuen Haus. Das habe ich nicht gemacht. Das ist Nee, du hattest gemeint, beim Spawn wäre auch was. ja, hier beim Spawn bin ich gerade dabei, Aluminium abzubauen. Und ich bin immer noch nicht fertig. Eieiei. So viel ist das. So, ich markiere mal hier so die Straße, die weitergeht. Der Weg natürlich, nicht die Straße. Ich gerade noch Marmor mit. Das ist auch ein bisschen verbraucht worden in letzter Zeit. Ja, und wird man wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen. Für die nächsten Ja, Bauten. wir müssen jetzt sowieso gucken, wenn wir jetzt im Industriezeitalter sind, dass wir da vielleicht ein bisschen Steampunk die bauen. Sagen wir mal, wie das dann aussehen soll. Ja, halt so 19. Jahrhundert, Industrie halt, so Holz und Bronze, Orange und Mir hat Kabel hier überall. viel zu viel diese Lichter hingesetzt. Ich hatte mich zum Altar teleportieren wollen, und bin eine ganze Minute lang nicht hingekommen, weil ständig Monster gekommen sind. Da hatte ich keinen Bock mehr und habe die ganze Gegend unter Licht besetzt. So sieht's aus. Sehr froh, dass ich den ganzen Marktplatz nicht unter Licht gesetzt habe. Und da sind sie nämlich auch gekommen. Ist halt eine große Fläche. So, die Ader nähert sich dem Ende. Und das letzte. Wow. So, jetzt haben wir hier mal noch einen Weg und der grenzt eben dann unsere Felder an. Ein bisschen breiter bauen, weil sonst ist das alles immer so gequetscht. Oh. Machen wir halt größer. Mach ich doch. Ah, da stehen auch noch Schafe rum. Dann schäre ich doch mal die noch. Unverschämt, einfach da rumzustehen. Ja, die sind damals hinten abgehauen, als ich die rüber geholt hatte eigentlich. Die wollten nicht alle mitkommen. Die haben sich geweigert. Und dann sind halt die Hälfte abgehauen. Also ein Herdenhund wirst du mal nicht. Nee, das überlasse ich den Hunden. So, wir haben jetzt. Machen wir weg.
10, fast 11 Stacks Aluminiumcluster, sehr schön. Arbeiten wir direkt mal einen Stack. So, 6 Wolle brauche ich noch. Immer noch? 6 Vlies. Weil das mit der Baumwolle fand ich auch ein bisschen aufwendig. Brauchst halt keine Schafe zu. Ja, das schon, aber... Da ist wieder ein Schaf gut. Und dann noch eins. 2 noch. Komm, iss Schaf, iss. Keine Gans. Ja, aber wenn das ist, dann jetzt. Dann kriegt's wieder Fell. Mhm. Ja, toll. Kam ein Vlies raus. Nice. Ein Schafstoffvlies. Und die wollen auch noch nicht. Ah, doch, da eins. Ha. Also ich sage euch eins, ich werde kein weiteres Bett farbig machen. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Eins sollte ja auch reichen. Naja, zum auf Reisen gehen wäre ein zweites gut. Aber ich weiß, da gibt es irgendwelche andere Möglichkeiten. Ja, du kannst dir halt eine Schlafmatte bauen. Limebed, endlich. Die sind doch gar nicht mal so teuer, die Schlafmatten. Ja, du weißt doch, ich und Technik, das ist wie Tag und Nacht. Ja. Wir haben was in der Bar. Weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ob ich oben neben Mephisto wohnen wollte oder hier ja. Unten. Wollte du ich? Du hattest dir das zweite, das linke Dachgeschoss ausgesucht. Verdammt. Muss kannst halt natürlich auch noch eins tiefer, wenn du das willst. Ja, da muss ich nicht immer so weit hochrennen. Ja, ich eine Faulheit. So. Ja, Bett. Zack. New Spawn Point has been set. Sehr nice. Gut, dann kann ich jetzt mal Unordnung machen. Du darfst du das. Guck mal, wie ich Platin finde. Beziehungsweise ich wollte ja so Marktplätze machen, gell? Wir haben doch schon einen. Wie einen? Hast du schon einen gemacht? Also den Marktplatz? Nein. Ja. Den habe ich ja nicht gemacht. Den. Und ich hatte irgendwo, hatten wir auch schon mal Fun und so Zeug, aber ich weiß auch wieder nicht mehr, wo das war. Was? Fun? Fahren. Fahren. Lapis bei der Säge, sehr interessant. Ja, das ist, glaube ich, mir das Interessanteste, dass du jetzt hier überall irgendwelche Sachen finden kannst. Auch wenn die Welt eigentlich schon mega erkundet ist. Wir müssen halt nochmal erkunden. Das ist ja. Ja, Sägemehl kommt da oben rein. Hatte ich hier schon irgendwo Sakura eigentlich eingebaut? Ja, da oben. Ne, das ist Eukalyptus. Du hast einen Sakura in der neuen Säge und du hast noch in der Kiste von der alten Säge ist auch noch Sakura. Waren ja zwei verschiedene Hölzer, aber... Das eine hast du einsortiert, das andere nischt. Gerade verwirrt. Das ist doch Eukalyptus. Ich glaube, du meinst Eukalyptus habe ich einsortiert. Sakura? Eukalyptus hast du auch, glaube ich, einsortiert. Sakura in der noch neuen. Nicht. In der neuen. Egal. Ich wollte hier noch ein paar Slabs machen. Sakura da rein. Zack. Mache ich nämlich noch einen Marktstand und dann ist auch gut. Wir sind schon wieder über 30 Minuten, Alter. Die Folgen sind viel zu lang. Wie sagst du? 30 Minuten ist doch perfekt. Ha. Sagst du.
Ja, sage ich. Darauf kommt es doch an, oder nicht? Muss ich mich dazu äußern? Och du. Na, jetzt sagt er wieder nichts mehr. Oh ja. Doch alles gesagt. Finde ich hier Kupfer, finde ich Gold. Aber kein Platin. Lol. Das ist ja krass. Och ja. Nein, wenn du so einen Marktplatz platzierst, dann kommt so eine Rakete, also das Geräusch von einer Rakete, so ein und dann Plumps. fliegen die von oben runter. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, die stehen hier auch natürlich ungeschützt. Muss ich die schützen vor Zombies? Probier es aus, ich kann es dir nicht sagen. Werde ich einfach mal außenrum ein paar Zäune setzen. Marktstände hätte ich halt gesagt. Ganze so ein bisschen in ordentlichen Marktstand einbinden. Ja, baue ich ja. Ich habe zu wenig. Verdammte Axt. Aber die können von vorne drüber laufen, die Zombies. Also Seeds können wir hier holen. Und das war's aber eigentlich auch schon. Oder wie? Oder wie oder was? Ah, du musst Gold dafür bezahlen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, was wir hier tun. Oder was ich hier tue. Der Marktplatz will ja auch gefüllt werden, also insofern ist das schon sinnvoll. Ja, aber. Ja, doch. Wenn da ein paar Villager rumstehen, ist das doch auch schön. Also es wird natürlich noch verändert. Ich habe jetzt hier einfach drei Villager nebeneinander platziert. Sieht jetzt nicht so nice aus. Warte mal ab, wenn der Deko-Wahn wieder ausbricht in dir. Ja. Wie komme ich hier jetzt noch eins runter? Gar nicht. Machen wir so. Ups. Was denn jetzt schon wieder Tut mir kaputt? leid. Nö, ich habe so einen Villager geschlagen. Quatsch. Ohrfeige links, Ohrfeige rechts. So, ich brauche noch ein paar Zäune, damit die einfach safe sind. Hoffe ich zumindest. Lass einen offen, die anderen Zäune da ein. Dann werden wir sehen, ob sie safe sind oder nicht. Ja, es wird vor allem gerade schon Nacht. Also, wir werden nicht mehr lange warten müssen, um das zu sehen. Wo hatte ich denn Sticks? Ich glaube, in meiner Tasche. Das hier ist unser alter Spawn. Ist nichts, hier gibt es keine Erze. Bist du so weit weg schon? Ja, du bist da schnell unterwegs, stimmt. Vor allen Dingen ist es gar nicht so weit. Feucht. Nur ein paar hundert Meter. So weit sind wir damals in der Dings nicht gekommen. Wir sind ja in verschiedene Richtungen gegangen. Mal hier. Oh Hier ja, war. verdammt. Und weg sind die Villager. Wurden sie gefressen? Nee, aber sie sind abgehauen, als die Zombies gekommen sind. Hau doch zu. Ah, einer steht noch da. Ja, und der andere will jetzt auch wieder rein. Was bist denn du für einer? Muss ich den da reinbuxieren?
Kannst auch das Ding wieder abbauen und neu hinstellen. Kommen da noch mehr Zombie Villager? Da geht der alte weg und dann kommt wieder ein neuer. So müssten die eigentlich sicher sein. Kann ich mit denen auch normal? Wahrscheinlich kann ich mit denen nicht normal traden, gell? Nee, die Mit denen? Nein. sind auch so. Der eine Villager wird verfolgt. Ja, Zwillinge, ihr sterbt. Ups, nicht hauen. Tut doch weh. So. Ich weiß nicht, was du jetzt machst. Du suchst immer wahrscheinlich noch Ressourcen. Ja, ich habe gerade Blei gefunden. Aber wir sind soweit durch von dieser Folge. Du hast gesagt, die weißen Hunde sind die echten, gell? Ja, die weißen Wölfe. Ja. Ist der weiß oder grau? Oh, der war grau. Ja. Ich gehe mal. Es gibt rote Creeper. Cursed Creeper. Was machen die nochmal? Abgesehen von explodieren, weiß ich nicht. Probier's aus. Nein. So, jetzt aber fertig hier. Ich möchte mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Wir haben endlich ein Bett. Kann ich mich gerade mal reinlegen? Ratspü. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Vielen Dank für Mavia, dass du dabei warst. Unseren ersten Marktstand haben wir auch auf dem Marktplatz. Jo, es geht voran. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Bye.